Hallo meine sehr geehrten Damen und Herren, wir gehen heute der Nomen-est-Omen-Theorie auf den Grund hier. Ja, denn die ist ja in den verschiedensten Bereichen in Österreich weit verbreitet, zum Beispiel im Sport. Dort gibt es einen Trainer, der die Mannschaft so gut einstellt, dass die Gegner einen Koller bekommen. Und wie heißt der? Marcel Koller, richtig. Der die Pisten wie wild hinunterhirscht, heißt Marcel Hirscher. Und dank Cornelia Hütters Erfolgslauf hat nun der Ausdruck Hütter-Gaudi im Skiweltcup für Österreich wieder neue Bedeutung gewonnen. Aber die Nomen-est-Omen-Theorie ist auch in der Politik verbreitet. Das sehen wir bei der Bundespräsidentenwahl. Irmgard Gries will, dass ein Gries um sie entsteht. Norbert Hofer zeigt uns, dass er ein sehr patriotischer Kandidat ist, weil wenn er in Deutschland antreten würde, müsste er Norbert Aldi heißen. Und sogar Richard darf ein bisschen um die Ecke lugnern. Ja, Andreas Kohl, der wird probieren, in die Fußstapfen seines Namensvetters sozusagen in Deutschland zu treten. Denn der Helmut, dem möchte er nacheifern. Nur das Problem ist, der war Bundeskanzler und er will ja Bundespräsident werden. Und zum anderen haben die zwei ein Problem mit dem H. Also nicht mit dem Haupthaar, da gibt es natürlich auch Unterschiede, aber mit dem H im Namen. Nicht? Der Helmut Kohl hat es mit OH und der Andreas Kohl mit HO geschrieben. Also, aber vielleicht wird es ja eh gar keine Pflanze, also kein Kohl, sondern ein Tier. Weil wir haben ja auch zwei Präsidenten, Wauwaus, die ihre Pfoten im Spiel haben. Das eine ist der Rudolf Hunsdorfer und das andere ist der Alexander van der Bellen. Ja, aber der bellt nicht so viel, es ist eher ein ruhigerer. Genauso wie der Hunsdorfer, der heißt ja auch Rudolf und nicht Stressdolf. Ganz anders ist es in Amerika. Da gibt es das Trampeltier namens Donald, das da herumtrampelt und die Hillary geht Clinton putzen, damit sie zu Stimmen kommt. Aber wurscht. Zurück nach Österreich. Dort hat der Heinz viele Stimmen, Nomen est Omen, gefischt beim letzten Mal und jetzt heißt es, Fischers Nachfolgefritze frischt Fische Stimmen. Viel Spaß.